Hey und hallo zu Sims 3 zu mir, Jugen, und wir sind immer noch in der Bibliothek in Kronk, Ebba, Moonlight Falls. Ich würde sagen, gehst erstmal auf Klo, denn das ist jetzt irgendwie dringend nötig. Dann habe ich nämlich rausgefunden, dass auf der Karte hier, warte mal, habe ich schon mal Ausschau gehalten nach irgendwelchen reichen Leuten. Und da würde ich sagen, hier, der ist doch sehr interessant. Rainflower ist gerade in der Bibliothek. Und ich denke mal, wenn der so ein Haus besitzt, wie dieses große hier, so mit zwei Garagen und so. Echt, der muss ja nur Kohle haben. Sie hat immer eine Gesichtsbemalung vom Sommerfest. Sehr gut. Ist das der da? Ach, guck mal, der ist das. Wo bist du denn jetzt? Genau. Freund, ich muss ihn... Kann sie ihn nicht kennenlernen? Bloß fragt man da Alter und irgendwie quatschen die erstmal voll. Begrüßen, genau das wollte ich eigentlich. Jetzt haut der ab oder was? Geht aus dem Bild. Spinnt der? Der wird da jetzt ein sehr wichtiger Kontakt wahrscheinlich irgendwie, denn der muss ja Geld haben. So, unser erstes Opfer. Aha, sie finden ihn auch okay. Er findet, dass sie okay ist. Mit dem Regenbogen und dem Einhorn. Oh, hat der, wir haben so viel gemacht. Ich würde dich besser kennenlernen. Na klar, klappt doch. So, das machen wir auch mal weg hier. Geh doch mal. Oh, jetzt haben wir das Alter verglichen. Jetzt muss ich gleich nochmal fragen. Romantisch brauchen wir nicht. Frag ihn mir gleich nochmal nach dem Alter und frag mal gleich, ob er Single ist. Wäre eine gute Frage. Total wichtig. Vor allem geht das hierbei freundlich. Daher ist die Fee da drüben. Okay, 643 Tage älter. Ja, sieht auch ziemlich alt aus, würde ich sagen. Oh Gott. Egal. An Himmel. Und? Findet ihr es gut? Was ist das? An Himmel. Okay, plaudern wir ein bisschen und verraten wir Geheimnis. Guck mal hier. Ein bisschen freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Dann wollen wir uns ja richtig ins Haus schleichen und so weiter. Also irgendwie... Nee, kritisieren schlechte Bücher nicht. Frag doch mal das Sternzeichen. Was ist denn jetzt? Ach, er muss aufs Klo. Ja, da müssen wir ihn natürlich mal kurz in Ruhe lassen. Aber nur kurz, ey, fertig werden. Swiss, Nusta, Makana, oh, Bawa, Ibana. Okay. Hier steht er doch. Kawati? Huh? Was ist los? Nanama! Ach so, sie kann nicht dann, er kann nicht dann. Kann sie ihn rufen? Das ist bestimmt die Herrentoilette.
Aha, jetzt haben sie sich doch viel getroffen. Damit haben sie es wohl ordentlich spielen können. Essen schnauen können sie ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich da angeklickt habe, ob ich da auch schon Geheimnis verraten habe. Mach mal mehr und mach mal irgendwie kennenlernen wir ganz gut. Guck mal. Die haben irgendwie. Wusstest du, dass wir im Hopcraft Unmengen von. Das merken wir uns, Unmengen von Geld besitzt. Das hätte ich nie gedacht. Miriam Hopcraft. Okay. Wir versuchen es zu behalten. Wir sind plaudern noch. Könnt ihr auch was Lustiges erzählen oder so? Testen davon. Zeig ihm mal ein ekliges Video. Dem alten Knochen. Ja, Grelle. Und ihr bitten zu pausieren wollen wir jetzt. Chimiliflar, Mrekaluka, Luka, Luka. Haben wir jetzt erfahren, ob er Single ist oder nicht? Steve. Mach das mal. Schauen Sie sich eine Schule in der Karriere. Arbenash, Fargo, Yakifala, Fumina, Karakia. Wie mal der Karriere? Wie, na du? Mhm. Jetzt zeigt Single die Single-Frage irgendwie überlesen, oder? Oder ist sie beantwortet worden? Das ist Miriam Hopcraft. Unser Alter. Our tubes pansaki. Ma kirixili prakani. Jarga. Mi wanita. Koha. Mi raka. Nö. Dibweb. Oh Mann, ich hätte es so gerne gewusst, aber. Ach, ihr ist schon ein Freund, da können wir schon mal. Kick mal. Können wir die romantische Schiene schon mal raus? Mach mal ein Kompliment über Charakter. Barzo, Wanikash, ich habe nur die Frage nach dem Alter. Ich will aber wissen, ob er Single ist. Ist ja blöd. Techtel möchte risikoreich Blumen geben, flirten, Kompliment über Aussehen machen und dann tust du dich erstmal rausschieben. James Hopcraft besitzt auch unheimlich viel Geld. Gut, das ist ein Pärchen wahrscheinlich und Sagi. Mia hat 10 Simmelons von Rainflower geschnorrt. In der Musikindustrie ist er. Und wer ist das? Gut. Jetzt müssen wir rauskriegen, wer Hopcraft ist. Jetzt müssen wir uns kümmern, wir uns erstmal um diesen Typen hier. Los, ihn meiner. So, Sassim. Ob er schon ein Geschenk haben will? Nee. Hier, den Joghurt. Wir schenken ihm den Joghurt. Rainflower. Davido! Ist sie doof? Oh, der na Weebies! Budisch Credit! Die Borgo! Ach, guck mal, die können wir jetzt schön anmachen hier. Die hat den Ben auf verzaubert. Spinnt die? Goggle, Yeats! Huh? Ah! Jeep! Gamma do? Kajama G? Nishibaka! I'm a laka fupa! Snorkel! Susi! Bog, nee! Aha, wer ist sie eigentlich? Ruth, Tifalur! Sei mal gemein mit dir und vorwerfen Diva und. Ruth, na Shubi! Na, ja, Kurak. Und ihr mit ihr ein bisschen streiten. Okay, aber während diese streiten, müssen wir unter diesem Hopcraft-Haus mal gucken, später mal. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist ja doof.
Guck mal, da muss die Knirschgesicht. Das hat man gerade irgendwie jetzt. Ach, das ist. Okay, aber innen. Also, da ist irgendwie jemand da. Wo bin ich denn jetzt? Mach mal so. So, jetzt ist sie weg. Jetzt können wir den hier irgendwie. Macht denn der? Guck mal, der hat da irgendwie Sterne hinter sich. Das sieht aber schön aus. Ist ja was Besonderes? Ach, der Hund da drüben. Ja, da würde ich mal nichts anderes sagen als. Was steht da? Rainfall zum ersten Mal küssen. Kein Problem. So, na los, dann mach mal. Antikes Gewölbe. Nee, hier müssen wir hin. Vor allem möchte ich ja zu gerne mal in die Garage gucken. Den Ivy-Haus besuchen. So, und nicht schwer hinterher. Er läuft rüber, sie fährt mit dem Taxi drumherum. Ist jetzt schon so spät? 23 Uhr. Naja, fast Mitternacht. Los. Er schläft bestimmt jetzt. Hä? Aha. Mm-hmm. Anna Lauf Ivy, ist das seine Frau oder was? Uh-huh. Wer ist denn das? Dead Dream Ivy? Peanut Ivy. Heißt das, ich muss hier die ganze Familie auslöschen? Oder was heißt das eigentlich? Ich fange mal hier an, sie zu begrüßen. Wo bist du denn jetzt? Okay, die geht schlafen. Also erstmal muss ich mal sagen, ist mir ein bisschen gegen Strich hier irgendwelche Kinder umzubringen und so. Das machen wir natürlich nicht. Ist ja doof. Aber wir könnten hier oben. Da ist der Junge. Und da liegen Beete. Das sind die. Da ist Rainflower und da ist auch Anna Love. Ah ja, und die Kinder sind noch wach. Na gut, schwierige Unterrichtsmaterialien, schöne Künste. Schwierige Sache, sag ich mal. Ich gehe mal nach Hause, jetzt ist mir voll spät. Schlafen gehen kann ich hier auch nicht. Warum geht das nicht? Oder ich muss... Ein Berg Simmelons von einem Lauf schnochen. Das wäre doch mal was. Was will sie da? Vor ihm was schnauen. Dann macht das mal weg und dann macht das mal dahin. Also muss es ja irgendwie den Punkt geben, dass sie zumindest einen Haufen Geld sich von den Leuten schnauen kann. In das Haus hat sie sich erstmal eingeschlichen. Zum Let's Play würde ich höchstens mal sagen, also ja, wir killen jetzt keine Jugendlichen, Kinder, aber ja, die werden auskortiert oder so. Muss ich mal sehen, was ich mit denen mache. Oh, so Hunger.
okay, einmal noch Klo. Da war sie doch eben. Verstehe ich überhaupt nicht. Egal. Böser Traum. Wo ist sie? Ach, sie war schon was oben. Sie wird schon ins Bett. Haben wir kein Licht auf dem Klo? Ist ja komisch. Scheinbar klappt es hier überhaupt nirgends mit dem Licht. Okay. Ja, dann schaff ich ihn bis nachher, ne? So, na gut, auch wenn sie richtig böse ist und sonst was, auch wer klingelt da? Wer ist denn das? Linda. Na gut, lad sie mal drin ein. Ist natürlich schwierig. Ich wollte gerade auf Klo gehen. Ist ja doof. So, so. Das ist natürlich schön, bei Sims 3 kommen wir. Irgendwelche. Jo, darf mitkommen, los, komm mit. Egal. Steht natürlich die Frage: Hat Linda auch Geld? Halt. Mir ist gerade eingefallen. Ja. Maschala. Wieder weg. Böse. Aha. Cool, guck mal. Sie hat angeklopft. Und? Ach, rein, der macht mit ihr Faxen irgendwie. Ich dachte jetzt irgendwie, die. Ich hatte das gesehen bei Shalima, dass sie Mathe die Phrase Sims. Aber das läuft ja hier ganz gut, scheinbar. Ja. Warum nicht? Nee, mach mal nicht Wahlen essen. Ach, ist ja blöd. Kann ich, hör doch mal auf damit. Mach damit das auf. Klick, klick. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Kann sie nicht zum Essen rufen oder so? Nee. Dann nicht. Dann hat sie nur noch Einzelportionen und Linda kann nicht mitmachen. Schade, ich wollte sie zum Essen einladen. Ja, wo ist denn die jetzt? Ich würde mal sagen, am Fernsehen. Irgendwie so. Ach, erst mit Mephisto ist mitgekommen. Ja, große Klasse. Wo hast du das Kind gelassen? Weiß ich nicht, wo es ist. Oder ist es ganz oben? Nö. Ach, hier mal Linda ist noch bekannte, wenn diese Rainflower ist schon Freund. Dann sei mal ein bisschen freundlich noch, kurze Runde und dann fahrt ihr ein Geheimnis. Weg ist er, wupp, im Boden verschwunden.
Ah, Chala. Die hat doch ein Kind mitgebracht. Wo ist denn das hin? Ach du lieber Himmel. Meine Lieblingsmusik ist Indie. Ob der das Kind gefressen hat? Ich weiß es nicht. Okay, geplant war eigentlich ein bisschen was anderes. Wir müssen diesen Rainflower-Haushalt nochmal besuchen. Okay, das passiert im nächsten Part. Für heute ist jetzt mal Schluss. Tschüss.